Erste Übung, Hampelmann. Kennt fast alle, vielleicht früher noch aus dem Turnunterricht. Kurz zum Aufwärmen, ganzen Körper in Bewegung bringen. Bisschen Spannung rein, Gesäß anspannen, Beine, Arme, alles ein bisschen festmachen. Und dann kommen wir in Bewegung, machen das Ganze. Also 30 Sekunden bis eine Minute. Übung Nummer 2. Kniebeuge, bekannt, den meisten vielleicht schon aus dem Fitnessstudio. In dem Fall wahrscheinlich immer mit Langhantel oder mit anderen Zusatzgewichten. Zu Hause natürlich bei den meisten schwierig möglich. Deswegen das Ganze ohne Gewicht. Ein paar Wiederholungen mehr, trotzdem saubere Ausführung. Etwa hüftbreiter Stand. Wieder ein bisschen Spannung ins Gesäß bringen vor allen Dingen. Rücken gerade halten, den unteren Rücken, Oberkörper immer aufrecht. Die Arme am besten nach vorne. Langsam runter und wieder hochkommen. Blick ist immer gerade ausgerichtet. Wenn ihr das von der Seite anschaut, achtet auf den Rücken. Immer nur so weit runter, dass ihr den unteren Rücken noch gerade halten könnt. Und beide Fußsohlen die ganze Übung über den Boden noch berühren. Übung Nummer 3, was für den oberen Rücken und auch für den unteren Rücken stabilisierend wirken. Tees bzw. ja, Seitheben vorgebeugt ohne Gewichte. Dazu, dass ihr die Arme seitlich hängen. Macht eine Faust und lasst den Daumen nach vorne zeigen. Ich zeige euch das von der Seite, da sieht man es besser. Kommt in einer schulterbreiten Standstellung mit dem Oberkörper so weit nach vorne, dass ihr parallel zum Boden seid. Die Knie sind leicht gebeugt, die Arme hängen nach unten, die Daumen zeigen jetzt nach außen. Und die Übung besteht eigentlich aus zwei Teilübungen. In den ersten die Schulterblätter hinten zusammen. Und zieht dann die Arme seitlich gestreckt nach oben. Das Ganze sieht dann von oben aus wie ein T, deswegen heißen die Dinger auch Tees. Dann senkt ihr die Arme wieder ab, lasst die Schultern wieder locker und das Ganze geht von vorne los. Ja. Übung Nummer 3, Tees bzw. seitliches Rudern vorgebracht. Übung Nummer 4, Liegestütz, ein Klassiker quasi. Übung mit Ausführung dürfte den meisten bekannt sein. Wichtig ist immer, Stabilität zu halten. Das heißt, von der Schulter bis zur Ferse eigentlich eine durchgehend gerade Linie. Nicht mit dem Becken durchhängen, wäre schlecht für den unteren Rücken. Ich mache euch das mal vor. Kommt auf beide Hände. Die Finger zeigen so leicht nach außen. Hoch stabil machen. Und dann geht ihr runter. Den Ellbogen leicht seitlich nach außen wegführen. Und so weit wie es geht, ohne den Boden komplett zu berühren und das Körpergewicht abzusetzen. Bis zum Boden runter und wieder hochkommen und immer stabiler bleiben. Übung Nummer 4, Liegestütz. Wir kommen zur nächsten Übung. Vierfüßlerstand, diagonales Armbeinstrecken. Das Ganze ist so ein bisschen eine Stabilübung für den Rumpf, als auch eine Kräftigungsübung für die Oberschenkelrückseiten und für das Gesäß. Ausgangsposition ist der Vierfüßlerstand, die Hände stellt ihr auf den Boden auf, stabil unter den Schultern und die Knie ganz einfach auf den Boden den 90 Grad Winkel aufsetzen und den 90 Grad Winkel auch möglichst beibehalten. Dann streckt ihr rechten Arm und linkes Bein zeitgleich nach vorne und hinten weg, führt Ellbogen und Knie unter dem Körper langsam zusammen und kommt wieder in die Streckung. Das Ganze macht ihr 10, 15, 20 Mal auf einer Seite, wechselt dann die Seite und dann habt ihr die Übung auch schon geschafft. Viel Spaß damit. So, das war's hier aus meinem Home Gym. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß und probiert die Übungen aus. Seid natürlich frei in der Kreativität, was ihr zu Hause macht. Nutzt alles, was geht. Wir werden wahrscheinlich lange Tage, Wochen, die da auf uns zukommen, wo wir ein bisschen eingeschränkt sind. Nichtsdestotrotz, denkt dran, das Ganze ist enorm wichtig für die ganze Gesellschaft und jeder von uns sollte seinen Teil dazu beitragen. Deswegen, wenn ihr nicht unbedingt raus müsst, nicht irgendwie was Dringendes zu erledigen habt oder zur Arbeit müsst, dann tut uns allen Gefallen, bleibt vorerst zu Hause, schränkt eure Kontakte ein, damit wir dieses fiese Virus möglichst schnell wieder in den Griff kriegen. Nutzt, wie gesagt, Apps, Internet, Zeit habt ihr genug, beschäftigt euch und vor allen Dingen bleibt gesund. Wir sehen uns wieder, euer Sieg.